Ja, im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, ja, finde ich. Wir haben einen guten Fight abgeliefert, das schönste Spiel, glaube ich, war es jetzt nicht von uns. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns, finde ich, zu wenig zutraut, dass wir von hinten aus ein bisschen mehr Ballbesitz kreieren, ein bisschen besser das von hinten aus spielen, haben wir zu viel, finde ich, weite Bälle, obwohl wir das gar nicht wollten. Aber der Gegner, ja, spielt auch Fußball, hat auch irgendeinen Plan. Ja, im Grunde genommen war es, glaube ich, kein schlechter Auftritt von uns. Wenn man sieht, die Jungen reinkommen, auch eine Chance kriegt, haben sie gut präsentiert und ich glaube, war ein guter Abschluss für uns. Vor allem in den letzten paar Spielen haben wir es gut gemacht. Die letzten drei Spiele eigentlich 5 Punkte außer ja, kann man zufrieden sein, ich sage einmal so, ja. Ja, kann man sicher nein, mit einem positiven Gefühl in den Urlaub gehen und dann auch in die neue Saison. Ja, wie fällt der Resümee generell aus jetzt für die, ja, für diese Saison? Für die ganze Saison, es war ja auf und ab, würde ich mal sagen. Wir sind ja letztes Jahr nicht so gut, finde ich, in die Saison gestartet. Gleich ein paar Niederlagen gehabt, aber dann glaube ich gegen Rapid Wien den ersten Sieg und seit dort hier eigentlich gut bergauf gegangen, finde ich. Unsere Punkte brav gesammelt. Ja, im Cup auch, die Austria rausgehauen. War auch gut gegen den FAC dann leider. Unglücklich ausgeschieden aus dem Cup. Aber im ersten Halbjahr, ja, was glaube ich nicht so schlecht. Ein paar Punkte doch liegen lassen, unnötig, wenn man schaut gegen Steyr, vor allem gegen die Hintern. Wenn man sieht, Steyr, Juniors, Oberösterreich, wir waren noch dabei. Hilf mir, Maki. Dornbirn. Genau, Dornbirn auswärts. Ganz, ganz bitter. Wie gesagt, genau gegen solche Gegner, glaube ich, vor allem auch für die nächste Saison. Gegen solche Gegner müssen wir punkten. Es hilft nichts. Wir müssen punkten, man sieht es ja selber bei uns. Gegen die guten Mannschaften spielen wir einen guten Fußball. Wir spielen gut mit. Wir punkten gegen die guten Mannschaften. Aber gegen die hinteren, da lassen wir viel zu viele Punkte liegen. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein, vor allem im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, dass wir dort viel besser auftreten. Auch daheim noch eine bessere Heimmacht werden, finde ich. Wir sind gut eingestartet in der Rückrunde, finde ich, gegen Innsbruck gleich einmal 3-2 gewonnen. Super, super erstes Spiel gehabt. Dann hat uns ein bisschen Corona, ja, ein bisschen, ja, nicht in die Karten nicht gespielt. Weil dann ist ja FAC angesagt worden, dann haben wir wieder Pause gehabt, wieder dann gegen Rapid unglücklich verloren. Ja, dann haben wir ein bisschen einen Negativlauf auch teilweise gehabt, vor allem jetzt da zum Schluss in der Meisterschaft. Und ich glaube, da muss man trotzdem dann schauen, dass man da trotzdem, auch, wenn wir eine junge Mannschaft sind, wir sagen das immer wieder, aber jetzt da kann ich schon aufhören mit dem, weil jetzt haben wir, die Jungen haben jetzt eine Einsätze gehabt, teilweise 10, 15 Einsätze in der zweiten Liga, da kann man nicht mehr rein von jungen Spielern. Das gibt es nicht mehr. Das haben schon einige Auftritte gehabt, die haben es teilweise sehr gut gemacht, wenn man auch sieht heute. Die hintere Reihe, Pico, Carlo, Dave, Heindl, links der Tobi, in der Mitte, Walchi, Sanel. Wenn man sieht, was da für Spieler sind, wie alt das teilweise welche sind, Vini, Dadan, Busch ist auch noch nicht gut, das ist jetzt so alt, aber bei uns in unserer Truppe schon alter. Wenn man da sieht, was für ein Potenzial das da drin ist, da muss man den, wie soll ich sagen, muss man ausschöpfen, ja, aber auch den Willen haben, dass man einmal weiter oben mitspielen in der Tabelle. Nicht immer gegen einen Abstieg, weil teilweise, ja gut, das muss man auch sagen, hervorheben, vor dem Meisterschaftsbeginn, glaube ich, haben schon einige gesagt, einige Experten, Fußball-Experten unter Anführungszeichen, dass wir eh schon weg sind. Der Trainer, wie der Ibrakovic noch bei uns war, wie er oben war in Wien, haben gesagt, fürs schon wieder seid ihr da. Wann steigt es endlich einmal? Ja, nein, wir sind Kapfenberg. Wir haben eine Tradition. Wir geben das nicht so einfach her. Wir wollen noch besseren Fußball spielen in der nächsten Saison. Es ist so, mit dem Vlado jetzt da, finde ich, haben wir einen passenden Trainer gefunden. Ibrakovic war super passend. Vor allem auch für die Jungen. Jetzt der Vlado auch wieder. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht, was wir da teilweise in Kapfenberg auf die Füße stehen. Und darum, wir müssen den Anspruch haben, dass wir ein bisschen weiter oben mitspielen, dass wir wenigstens im Mittelfeld uns festigen. Es wird nicht einfach in der nächsten Saison, aber es ist machbar. Ja, natürlich. Ich glaube, man kann durchaus zufrieden sein. Wir haben im Großen und Ganzen eine sehr ordentliche Saison gespielt. Ja, es verlassen uns wieder, ja, 4, 5 Spieler, aber ja, der Kapitän bleibt an Bord. Ja, sicher, auf jeden Fall. Es ist, ja, ich finde, extrem bitter. Die Abgänge, ja, du, das Leben geht weiter, Spieler kommen und gehen. Ich bleibe da, ja.
Ich bin da in Kapfenberg schon seit dem sechsten Lebensjahr, jetzt bin ich in der Akademie auch tätig, seit dem letzten Jahr, und mir taugt es einfach, mir taugt es, mit den Jungen zum Arbeiten, mit denen jeden Tag gerne zuschauen, wie sie sich auch weiterentwickeln, und ja, ich bleibe. Das ist einmal der Plan. Ja, und das Gute ist ja, dass 90% der Mannschaft bleibt. Ja, wie gesagt, der Puschel wird auch bleiben. Pico auch höchstwahrscheinlich, sage ich einmal. Die Jungen sowieso, braucht man nicht rein. Edlo ist leider weg, ja, das verlässt uns. Ein gestandener Spieler auch. Dardan auch, ein Spieler, der was extrem viel Potenzial hat. Ja, es hilft nichts. Aber wie gesagt, ich glaube, heute hat man auch gesehen, dass wir gute junge Spieler haben, dass wir mit denen auch was machen können. Und ja, dass wir nächste Saison, wie gesagt, eben erfolgreicher sind als in der Saison. Es ist so. Wir müssen uns Ziele stecken, nicht dort bleiben, wo wir diese Saison waren. Nein, wir wollen ein bisschen weiter auf, und ich glaube, das ist das höchste Ziel. Und dran, du hast es auch ab dem 9.6. Vollgas geben, die Schuhe anziehen und aussehen und jeden Tag, jedes Training in Trainer auch beweisen, vor allem für die Jungen, beweisen, dass sie unbedingt dort spielen wollen. Im Trainerteam sagen, das wollen. Und ich glaube, nur so können wir es auch schaffen. Ja, Robert Zerski, ist einmal den Urlaub, Mario. Würde dich gut erholen. Und ja, Gratulation auch dir zu einer sehr, sehr guten Saison. Und ja, nix. Es geht ja dann eh bald wieder weiter. Ja. Und ja, aber danke nochmal, alles Gute. Danke. Dankeschön, Marc.